Wenn folgende Situation, der Briefträger vor der Haustür steht, dann wissen wir eigentlich kaum, wen man da vor sich hat. Aber warum nicht mal nachfragen? In Lenin zum Beispiel könnte gerade ein studierter Künstler vor Ihnen stehen. Für Michael Theiss sind Zeitungen und Briefe Broterwerb. Aber seine wahre Leidenschaft ist eine ganz andere. Briefe fallen nicht vom Himmel, egal was drin steht. In Deutschland kommen sie mit der Post. In Lenin macht Michael Theiss den Job. Er ist der Briefträger und er ist es gern. Kontakt mit den Menschen, um rumzukommen, alleine. Also ich bin praktisch mein eigener Herr, wenn ich unterwegs bin. Also kann mir die Arbeit selbst so ein bisschen einteilen, wie ich das möchte. Und rede auch gern mal mit den Leuten so. Und die sind alle sehr nett hier. Und es ist eine entspannte Atmosphäre. Der Job im gelben Auto ist an diesem Nachmittag erledigt. Jetzt malt Michael Theiss seine Passion, sein Leben. Er hat das alles mal studiert. Und der winzige Schweinestall ist ihm Atelier genug. Das Postgeld brauchte man einfach zum Überleben. Kunst macht glücklich. Also macht aber auch, kann einen aber auch verzweifeln lassen, wenn Bilder nicht gelingen. Manche Bilder gelingen sofort, manche brauchen Monate oder manchmal Jahre. Aber es ist einfach, es ist einfach ein Bedürfnis für mich, Bilder zu malen, Kunst zu machen. Von Berlin nach Lenin ist Michael Theiss ganz bewusst gezogen, weil er hier Anschluss finden wollte an andere, denen es ähnlich geht. Die Umgebung tat ihr Übriges. Also ich bin praktisch im positiven Sinne hängen geblieben, weil wegen der Natur, wegen den vielen Seen, die hier rund um Lenin liegen. Und auch eigentlich wegen diesem Kunstinstitut. Und ich habe gedacht, ein Ort, wo es sowas gibt, da muss ein guter Ort sein. Die Galerie am Klostersee ist ein Ort, der vielen Kunstschaffenden ein Zuhause bietet und manchem schon zu einer Karriere verholfen hat. Der Vater der Idee, in Lenin der Kunst eine Heimat zu geben, hat auch Michael Theiss gefunden. Eine große Säule war natürlich hier das wunderbare Kloster, das Zisterzienserkloster von Lenin. Und da habe ich gedacht, ich setze dem sozusagen was bei, was Weltliches, Modernes, Gegenwärtiges, und habe seither immer Skulpturen und Malereien und überhaupt alle künstlerischen Medien hier versucht zu etablieren an diesem Ort. Mit anderen darf der 57-Jährige nun hier ausstellen, hat sich in Lenin einen kleinen Traum erfüllt. Naja, das ist so im Zwischenbereich zwischen abstrakter Kunst und gegenständlicher Kunst. Also ich bewege mich immer so ein bisschen in diesem Zwischenbereich. Ich habe Naturelemente in meinen Bildern, diffuse, abstrakte, verwaschene Flächen. Ich male gerne auf altem vergammeltem Papier und setze dann so realistische, konkrete Gegenstände rein, um so eine Spannung zu erzeugen. Briefe fallen nicht vom Himmel, auch nicht in Lenin. Briefe bringt auch hier der Postbote, der Maler Michael Theiss.